Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Medieval Dynasty in einer weiteren neuen Folge. Erst einmal vielen, vielen Dank für euer Input. Es ist schlussendlich jetzt der Spot A geworden, an dem wir nun unser Dörfchen aufbauen werden. Also machen wir uns einfach mal direkt auf den Weg. Ich schalte das HUD mal wieder ein. Ich glaube, der ist sowieso noch. Nee, der ist nicht markiert. Spot A, ich markiere das hier einfach mal. So. Dann haben wir das oben auf dem Kompass drauf, ne? Und können da ganz gemütlich hinwackeln. Ja. Ich bin mal sehr gespannt, ne? Also die letzte Session liegt ja nun doch schon eine ganze Weile zurück. Also jetzt nicht von dieser Season, ne? Sondern von der vorherigen Season. Und ich bin mal gespannt. In meinem Testlauf, den ich vor diesem Let's Play gemacht habe, habe ich auch nicht wirklich viel gebaut, hatte ich ja gesagt, ne? Ich habe nur lediglich die erste Hütte gebaut und das war es eigentlich auch schon. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie sich das jetzt entwickeln wird. Weil ich den ganz neuen Kram halt noch nicht wirklich kenne. Deswegen, ja, Input ist immer sehr, sehr willkommen. Ich danke euch da auf jeden Fall auch für die ganzen Kommentare und die ganzen Tipps und was alles reinkam. Immer sehr, sehr gern gesehen. Ja, und dann gucken wir mal, was wir daraus machen, ne? Die Jahreszeit ist ja jetzt schon zu, was ist das, ein Viertel? War fast ein Viertel, glaube ich, rum. Aber wir haben ja noch Zeit. Alles entspannt. Und so werden auch wir ganz entspannt an die ganze Geschichte herangehen und uns nicht unnötig stressen. Ne, für die, die hier irgendwie einen Speedrun sehen wollen, da seid ihr leider an der falschen Ecke angekommen. Speedruns gibt es hier eher nicht so, sondern eher entspanntes Gameplay. So, zwischendurch was trinken. Ist wichtig. Moin, ohne Blume. Na, alles klar bei dir? Ja, offenbar. Ich glaube, der fliegt gerade in Urlaub. So, für die übrigens nochmal, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, ne? Wer nicht weiß, wer ohne Blume ist, ein sehr ehrbares Mitglied der Community. Das ist ohne Blume. So. Soll ich mal gucken? Ich glaube, wenn wir hier rüberlatschen, dann müssten wir zumindest schon mal auf der richtigen Seite sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da drüben müssen wir hin. Ich werde übrigens wahrscheinlich die Medieval Dynasty-Folgen ein wenig länger machen als jetzt zum Beispiel die Anno-Folgen oder so, ne? Weil durch das ganze Gebaue und Geschleppe und hier und da und tralala, das kostet ja doch einiges an Zeit immer. Also wenn es euch nicht stört, würde ich hier eher so eine Regelzeit von, sagen wir mal, 25 Minuten anpeilen. Also wahrscheinlich ufert es eher immer so in Richtung 30 Minuten aus dann. Aber ich denke, das ist okay. Was haben wir? Huch. Oder ist mal wieder bei der Steuerung klar? Komm, warte mal. Hier war das okay. Was haben wir denn da? Ist das ein Fass? Oder was ist das da? Können wir da reingrabbeln? Drüben ist, glaube ich, auch noch was. Was haben wir denn hier? Nein. So, ich muss dann mit der Steuerung wieder klarkommen. Sind wir jetzt überladen? Nein. Sehr schön. So. Jetzt müssen wir zumindest auf der richtigen Seite sein. Und ich sollte mir gerade wirklich verkneifen, Sachen mitzunehmen. Das ging jetzt gerade mit dem verdorbenen Zeug. Aber wir sind halt schon ziemlich am Limit. Ne, das dürfen wir nicht vergessen. Dass wir da doch schon relativ gut beladen sind. Und wenn wir jetzt wieder überladen sind, dann wäre das doof. Weil dann brauchen wir echt lange, um bis hinten zum Wasserfall zu kommen. Und das würde ich gern vermeiden. Ne, also wie gesagt, wir machen zwar entspannt, aber wir müssen ja auch nicht rumtrödeln jetzt. Unnötig. So, wir könnten jetzt hier querfeld einlatschen. Ach komm, das machen wir einfach mal. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Cooles. Die Wege kennen wir ja schon. Beziehungsweise wir kennen sowieso schon einiges von dem Gebiet, aber vielleicht finden wir etwas Neues. Das ist nie auszuschließen. Ich würde unbedingt auch hier die Analysefähigkeit, ne? Das Scannen hier, wie hieß das nochmal? Inspektor. Die Inspektionsfähigkeit würde ich gerne möglichst bald trainieren. Damit wir wieder hier so Steine und Gefrimsel und so am Boden sehen können. Das hat sich doch immer als sehr, sehr hilfreich erwiesen. Ein Jagdgebiet, Futz. Entschuldigung. Muss nochmal gucken hier. Jagdgebiet soll hier zu finden sein, hatte die mir die Jane gesagt. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt stelle ich mich, warte mal, Jagd hier. Jagdhütte? Nee, das ist was anderes. Produktion, Dienstleistung, Lager, wahrscheinlich wilde Tiere. Ah, okay, okay, ich sehe. Kann man das hier irgendwie filtern? Nee, leider nicht. Aber das ist nicht weiter schlimm. Ach, das ist ja nice gemacht, ja. Dann kann man das hier schön sehen, wo man welche Tiere finden kann. Hier haben wir jetzt gerade den Fuchs.
den wir eben quasi freigeschaltet haben an dieser Stelle. Wir haben echt schon ein gutes Stück hinter uns gelegt, ne? Wir sind jetzt quasi hier so hoch, hier hinten lang und dann hier runter. Das kann man gerade echt gut erkennen. Ja, nice. Vielen, vielen Dank. Und da ist er auch schon, der Fuchs. Keine Angst, wir tun hier nichts. Wir wollen nur zu den Wasserfällen, um dort unser neues Leben beginnen zu können. So. Ich hatte übrigens jetzt quasi ab der letzten Folge habe ich die neuen Render-Einstellungen drin. Hat man das gemerkt? Ist es jetzt besser auf YouTube geworden? Weil mir war halt, wie gesagt, aufgefallen bei der ersten Folge, dass die echt qualitativ jetzt nicht so der Bringer war. Wieso ist denn deine Quest? Wo gucken wir denn gerade hin? Ach, das ist das Dorf. Ja, gut. Ich dachte, wir wären weiter ab vom Schuss, aber offensichtlich ja nicht. Ja, also kann man das, merkt man da einen Unterschied? Sollte eigentlich auf jeden Fall besser sein jetzt als vorher. Das hier. Ach, Gänseblümchen, stimmt, die gab es ja jetzt. Die kann man nicht. Ich glaube, die konnte man früher nicht ernten, ne? Das war jetzt, ist jetzt mit den Tränken und so, glaube ich, so ein Ding. Da haben wir in der letzten Season, glaube ich, wir hatten das Ding, womit man die Tränke machen kann, das Gebäude. Aber wir hatten, glaube ich, noch keine Tränke gemacht, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Warum hast denn du so einen Zettel? Ist das wegen der Quest? Es überrascht mich immer wieder, wie ähnlich du ihm siehst. Ja, könntest du bitte mal zur Seite gehen? Okay, wo finde ich? Gut, das, ich glaube, das ist noch die Hauptquest, da müssen wir erstmal anfangen. Und wir könnten uns theoretisch übrigens auch schon andere Quests holen, weil wir machen das einfach mal. Warum denn nicht? Wenn wir gerade schon hier durchlatschen. Schauen wir mal. Guten Morgen. Möchten Sie mit uns über Gott reden? Wer bist du denn? Ach, Alvin, Mensch. Was kann ich für dich tun? Hallo, mein Name ist Rahimir. Danke. Ich bin der Alvin. Der sieht anders aus irgendwie. Die Stimme passt nicht mehr. Wie mache ich denn hier? Warte mal, müssen wir mal ein bisschen anders machen. Ja, Tag. Ich bin der Alvin. Du kommst mir nicht bekannt vor. Bist du neu hier? Ich komme aus dem Süden und bin auf der Suche nach meinem Glück. Nee, nach einem Ort, an dem ich ein neues Leben beginnen kann. Nein, wir sind uns noch nicht begegnet. Ja, ach komm, wir machen mal das hier. Können wir ein bisschen was über uns erzählen, so, ne? Dann ein bisschen Offenheit zeigen. Ah, ja, na. Dann wünsche ich dir mal viel Glück, nicht? Ja, danke und so. Was mich angeht, ich bin ein Bauer. Meine Aufgabe. Irgendwie ist die Stimme aber auch kacke, oder? Der ist 19. Das klingt gerade wie so ein Opa. Was können wir dem dann geben? Warte mal. Was mich angeht, ich bin ein Bauer. Meine Aufgabe ist es, die Felder zu bestellen. Wenn ich ehrlich bin, mache ich jeden Tag dieselbe Arbeit, Jahr für Jahr. Ich glaube, das ist besser, oder? Würde das nicht ein bisschen eintönig mit der Zeit, sag mal? Wenn ich du wäre, dann wäre ich schon lange tot. Natürlich langweilig ich nicht. Wie lange würde ich durchaus halten, dieselben Handgriffe immer und immer wieder durchzuspielen? Also, jetzt nicht die, wie ich jetzt hier bei mir mein Hütchen mache. Ich meine natürlich schon nicht auf dem Feld. Wir verstehen uns. Aber meine Familie braucht Hilfe, also bei den Handgriffen. Und ich tue mein Bestes, um für sie zu sorgen. Ja, ich wollte dich jetzt nicht beleidigen. Ja, ich muss weg. Ach, kein Grund, dich zu entschuldigen. Ich bin in letzter Zeit einfach etwas angespannt und generell schlecht gelaunt. Es gibt da eine schwierige Angelegenheit, die mich ständig von der Arbeit ablenkt. Wobei, worum geht es denn dabei, lieber Alvin? Vielleicht kann ich dir helfen. Es klingt vielleicht belanglos, aber ich bin im strengen Streit mit meiner Mutter und Jarogneva. So leid. Achso, er ist den Streit zwischen den beiden leid. Okay, Entschuldigung. Ihr Sohn Dalibor kann meine kleine Schwester Olga einfach nicht in Ruhe lassen. Ich verstehe, dass es nur ein Spiel für ihn ist, aber immerhin habe ich in seinem Alter oft mit seiner älteren Schwester Dobromira gespielt. Ich tat so, als wäre ich ein Ritter, ausgerüstet, mit einem Stock als Schwert. Aber auch damit habe ich mutig ihre Erde, auf ihre verteilt ihre Erde. Lass die Erde von meiner Schwester in Ruhe, die hat sie mühevoll gesammelt. Wie jeder große Ritter. Es ist schon irgendwie niedlich. Ach, kommen wir wieder hier in hier und jetzt zurück. Ich glaube, dass er eine Beschäftigung braucht.
ihn von meiner Schwester fernhält. Er ist irgendwie gar nicht mehr so ein Nüppel wie damals, habe ich so das Gefühl. Er wirkt halt auch ganz anders jetzt. Mann, das verwirrt mich. Das geht so nicht. Ah, damit du wieder bei der Arbeit einen klaren Kopf hast, das wäre wirklich schön. Mal sehen, was ich tun kann. Ich muss auch mal sehen, was ich tun kann. Irgendwie... damals konnte man den halt echt gut so synchronisieren, weil er halt irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Lümmel war halt einfach, ne? Aber irgendwie ist er das nicht mehr. Huch, warte, hier ist Scanner. Dobro, was? Nee, doch. Dobro Njega. Und, Henrika. Und wen haben wir da? Edwin und Lech. Der alte Lechzer. Okay. Einen Stock abliefern. Wir haben ja welche dabei. Ist es die Quest da oben? Oder welche ist denn das jetzt? Muss ich mir jetzt mal wieder einfinden. Ich glaube, das ist die, ne? Ich glaube, der schnarcht schon. Aufmachen, Drogenfahndung! FBI, open door! So. Ja, wach, mein Junge. Hallo. Hallo, du bist Dalibor, richtig? Du siehst sehr stark für dein Alter aus. Hast du jemals daran gedacht, Ritter zu werden? Das ist mein Traum. Bist du ein Ritter? Nein, aber ich weiß sehr, sehr viel über sie. Wusstest du, dass sie schon in jungen Jahren das Kämpfen lernen? Dafür benutzen sie Holzschwerter. Woher könnte ich ein solches Schwert bekommen? Nicht Ritter. Nicht Ritter. Schön. Zufällig habe ich 8 Stück bei mir. Und ich kann es dir geben, weil du eindeutig würdig bist. Ich fühle mich geehrt. Wow. Sie mag unscheinbar aussehen, aber sie ist sicherlich eine ausgezeichnete Übungswaffe für einen aufstrebenden Ritter wie dich. Gib ihm einen Stock. Er sieht eigentlich wie ein normaler Stock aus. Halt's Maul. Ich meine natürlich, um deine Gegner zu überraschen. Das hat alles was mit List und mit Intelligenz zu tun. Und weißt du, was ein Ritter noch tut, so außer Schlachten zu schlagen? Sie reiten Pferde? Ja, das auch. Aber vor allem schützen sie die Damen und Kinder vor Gefahren und sorgen dafür, dass ihnen kein Leiden zugefügt wird. Wirklich? Das klingt nach einer Menge Arbeit. Jetzt sei mal nicht so faul. ja, und das ist der wichtigste Grundsatz der Ritterlichkeit. Verstanden. Danke für das Schwert, nicht Ritter. Von jetzt an werde ich die Schwachen und Hilflosen verteidigen. Gern geschehen, junger Rittersmann. Gern geschehen. Und jetzt geht er schlafen oder die Klappe. Was? So, nein, nein, der ist natürlich niedlich. Ah, jetzt können wir wieder zu Alvin gehen. Komm, dann gehen wir gleich mal zu Alvin. Alvin! Hallo. Wo ist der hier drin? Hallo? Bist du Alvin? Ja. Ajo. Ich habe dein Problem mit Dalibor gelöst. Ja, ich... Du hast ihn bestimmt gesehen. Ich bin mir ganz sicher, du hast ihn gesehen. Ja, ich sei mit einem Stock durch das Dorf laufen. Du musst eine erstaunliche Überzeugungskraft haben. Dieser junge Mann gehört sonst auf niemanden. Ja, das liegt vielleicht einfach an deiner echt gelangweilten Ausstrahlung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber die Idee mit dem Stock und der Geschichte über den Ritter hatte ich von dir, weil du bist so ein schlauer Fuchs. Ja, bevor ich vergesse, Dobromira hat mir dieses Brot als Entschuldigung für das Verhalten ihres Bruders gegeben. Aber ich denke, du hast es hier mehr verdient als ich. Ich habe nur einmal abgebissen. Hier, nimm du es. Danke dafür. Das ist keine Ursache. Es ist das feinste Brot, das du je gegessen hast. Mit einer Bissspur dran halt. Die Frau unseres Kastellans macht es in der Dorfschenke. Die Frau des Kastellans von Unigos? Du kennst ihn gut? Nee, eigentlich nicht. Ich verbringe die meiste Zeit auf dem Feld und wir haben eigentlich nur miteinander zu tun, wenn die Steuern gezahlt werden müssen. Ach so, na dann, ja, dann hau mal rein, ne? So, warte auf den nächsten Sommer. Wir warten aber nicht, sondern wir setzen unsere Reise fort Richtung Wasserfälle. Ich hoffe, es war okay, dass ich jetzt mal eben eine kleine Quest zwischendurch gemacht habe. Weil es hat sich halt gerade echt angeboten, ne? Das, wenn wir hier gerade schon so vorbeischneiden, dann können wir das auch einfach mal direkt mit abfrühstücken. Und hier noch ein paar Gänseblümchen. Nee, das machen wir später. Einfach die Unschuld aus dem Boden reißen. Gänseblümchen stehen ja angeblich für Unschuld. Angeblich.
Aber wer von uns ist schon unschuldig? Du etwa? Oder du? Oder ich? Nein. Nie im Leben wurde schon schuldig geboren. Nein, Obelix ist nicht da. Lass mich in Ruhe. Nein, zu dir kommen wir später. Hat das jetzt auf mich abgesehen? Er hat. Okay, ich glaube, wir sind ihn los. Jetzt kommt gleich der Nächste aus der Ecke. Bam, einfach umgetackelt, tot. So, ah, dieses schöne Flüsschen. Ich liebe dieses Flüsschen, ne? Ah, wunderbar. So schön frisch. So, ich habe, glaube ich... Habe ich die richtige Location markiert? Ist hier unten, ist hier der Wasserfall? Ja, das sieht sehr wassergefällig aus. Wunderbar, wunderbar. Guck mal, Holz haben wir hier auch gleich. Zu Genüge. Hier können wir sogar noch Felsen abernten. Ja, schön, wunderbar. Was ist denn das da hinten? Ich glaube, es ist ein Elch. Ja, es ist ein Elch. So, wir haben, glaube ich, werkzeugtechnisch gerade nicht viel dabei, oder? Wir haben Eisenerz, wir haben einiges, aber... Doch, hier, Steinachs, wunderbar. Den Stock mache ich mal auf die 1, die Axt machen wir auf die 2. So, und dann nehmen wir gleich mal den Baum hier. Hallo, wenn wir hier gleich... Warte mal, bevor wir den Baum weghauen. Und das so. Was ein Stein. Ich würde wie immer gerne mein Hütchen direkt am Wasser haben. Ich glaube, ich packe mein Hütchen sogar auf die andere Seite. Hier wäre halt auch mega, aber hier wird es nicht gehen, denke ich mal. Hier ist viel zu wenig Platz. Ich glaube, ich stelle mein Hütchen, wenn möglich, irgendwie hier hin. So gut gefällt es mir jetzt auch nicht. Oder? Es ist halt gerade so neblig und dunkel, da erkennt man das so schlecht. Wir können natürlich erstmal schnell ein Lagerfeuer hinstellen. Ich mach erstmal kurz ein Lagerfeuer. Das mit dem Nebel ist echt nett nervig gerade. Nett. Ist echt nervig gerade. Kriegen wir hier noch ein paar Stöcke? Stöcke Beeren. Nee, Beeren möchte ich gerade nicht. Ich gucke erstmal, was ein Lagerfeuer nochmal kostet. Wo war denn das? War es Gebäude? War das hier irgendwo? Dienstleistung, Jagd, Lager. Hier war's. So, wir brauchen 16 Stöcke. Alles klar, die kriegen wir doch zusammen. So, 11. So. Wie sieht's denn übrigens mal so ganz kurz spontan gefragt eigentlich mit Musik aus? Ist die Spielmusik okay für... Oh, nice. Neues Level überleben. Ist die Musik okay für euch oder soll ich da irgendwie bei Zeiten mal andere reinschmeißen? So, warte mal. Das Lagerfeuerchen mache ich einfach mal hier hin, weil hier stellen wir am Ende sowieso nichts anderes hin. So, dann machen wir das gute Ding mal an und Gesundheit. Kämpfe, Stürze oder das Ignorieren negativer Zustände können dazu führen, dass du Gesundheit verlierst. Der Verlust deiner gesamten Gesundheit führt zum Tod. Du regenerierst deine Gesundheit, indem du in deinem Bett schläfst, heilende Kräuter zu dir nimmst oder Kräutertränke verwendest, um Wunden zu heilen. Verlieren wir schon Gesundheit? Anscheinend. Temperatur. Oh. Das war, glaube ich, letztes Mal noch nicht drin, ne? Ich bin mir nicht sicher. Wenn die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist, beginnst du an Gesundheit zu verlieren. Um dies zu vermeiden, musst du dich dem Wetter entsprechend kleiden. Wärmere Kleidung, das Aufsuchen eines Unterschlupfs, das Benutzen einer Fackel oder das Sitzen am Feuer können dir dabei helfen, dich warm zu halten. In Situationen, in denen du überhitzt bist, solltest du deine Kleidung gegen eine leichtere austauschen, um dich abzukühlen. So, ich mache mal ganz kurz erstmal verwenden. Denn wir haben ja einiges an Fleisch. Na gut, so viel ist es gar nicht. Da können wir das mal ganz kurz wegbrutzeln. Ich trinke dabei mal schnell einen Schluck. Ah, so. Und dann schnarchen wir erstmal eine Runde. Bis zum nächsten Tag. Ist wahrscheinlich eh nicht mehr lang und ich... Oh, es ist immer noch so neblig. Oder geht der Nebel gerade weg? Ich glaub, der geht gerade weg. Ich bin mir nicht sicher. Es ist auf jeden Fall weniger als vorher. Okay. Jetzt kann man das hier alles nochmal ein bisschen besser erkennen. Ich glaube, ich würde meine Hütte auf die Seite hier stellen. Wenn möglich, hier, boah, hier sind überall Beeren. Mal schauen, ob das möglich ist. Häuser. So.
Das könnte sehr, sehr knapp werden. Ich glaube, hier ist zu wenig Platz. Ja, eher nicht so. Kann man es aufs Wasser stellen? Nein, kann nicht im Wasser plantiert werden. Wäre aber auch cool. So quasi so, stell dir vor, so hier. So ungefähr. So. Wo der Fluss dann so unten durchgeht. Das wäre auch mega cool, wenn das ginge. So, hier ist auch kein Platz. Ja, Hindernisse. Kann nicht am Wasser platziert werden. Ja, die Bäume stehen wahrscheinlich auch im Weg. Schade. Na gut, dann bauen wir die halt erstmal woanders hin. Wir können ja später in eine andere Hütte umziehen, dann nochmal ein bisschen umbauen oder so. Das geht ja alles. Dann stelle ich erstmal die Hütte hier hin, würde ich sagen. Ich glaube, hier ist gut. Ja, dann haben wir es nahe zum Wasser und so, ne? Der Wasserfall ist gleich da hinten. Wobei, warte mal, können wir das noch abbrechen? Müsste ja gehen, ne? Ich glaube, wir brauchen aber einen Holzhammer dafür. Einen Holzhammer, haben wir den schon? Ich glaube nicht, ne? Nein. Einen Holzhammer. Dafür brauchen wir einen Holzstamm und 10 Stöcke. Gut, dann wollen wir mal an die Arbeit. Stöckchen müssten wir hier auch gleich rausbekommen. Pock. Oha. Ich würde sagen, stark wie eine Eiche ist, aber ein Ahorn. So. Ich habe jetzt gerade nicht gesehen, wie viele Stöckchen da rauskamen, aber ich nehme mal an, genug. So, dann machen wir mal erstmal einen Hammer. Es fehlen Stöcke. Ich hasse alles. Dann nehmen wir halt den hier. Hallo? Stöckchen. Es geht übrigens immer noch mit dem Seitwärtslaufen. Das, was wir früher schon immer ein bisschen abused haben, dass man schneller läuft, wenn man halt so seitlich rennt. Oder läuft. Das geht immer noch. So, Holzhammer. Einmal mit der Holzhammer-Methode. Entschuldigung. Und dann, ja, wollen wir mal finden. Hier war ein Holzstamm. Ist er denn? Ist er denn schon angelegt? Nee. So, ne. Ach, da ist der Holzhammer. Den packe ich mal auf die 3 und dann haben wir irgendwo noch den Speer, oder? Hä, wo ist denn der Speer? Wir hatten einen Speer, den habe ich auf die 1 gelegt. Offenbar nicht. Naja, gut, dann halt nicht. Dann nehmen wir mal den Hammer und dann mal ihn nochmal hier zerstören. Das Schöne ist, dass die Blueprints jetzt quasi zu Beginn keine Materialien mehr brauchen, sondern dass du den erstmal platzieren kannst. Das ist, finde ich, ziemlich nice für die Planung vor allem. So, ich würde unser Hütchen jetzt hier hinstellen, direkt am Wasserfall. Hier haben wir auch eine viel nicere Aussicht, finde ich. Ich hoffe, wir können die Hütte hier hinstellen. Hier irgendwie so, weißt du? So am Rande direkt. Wobei, da unten ist halt auch nice. Da unten ist schon sehr, sehr nice. Aber wäre mir jetzt quasi zu weit ab vom Schuss, weil wir hier oben primär siedeln wollen. Also schauen wir mal. Häuser. Bitte lass mich dich hier irgendwo platzieren können. Bitte. Kann ich drehen? Ja. Warte mal, ich mache das mal so rum. Bisschen höher ist auch okay, kann ich auch mit leben. Es gibt Hindern. Ah, hier. Warte. Okay. Machen wir hier. Hier ist gut. So, dann haben wir eine mega schöne Aussicht. Wenn wir hier hochgehen, dann können wir einfach direkt hier so runterblicken. Ich würde halt eigentlich echt gerne auf den Wasserfall blicken können, aber ich glaube, das wird uns nicht vergönnt sein. Wir könnten es höchstens hier nochmal probieren. Komm, wir probieren es. Jagt uns ja niemand. Auf geht's. So, einfaches Haus. Warte, warum hat das jetzt gedreht? So. Oh, es geht. Es geht. So hier. Da sieht man Wasserfall auch nicht so richtig. Wobei, von oben könnte man, glaube ich, besser sehen. Warte mal. Vielleicht noch ein Stück, wenn es geht. Vielleicht noch ein Stück. Ich bin da leider sehr perfektionistisch gerade. Tut mir mega leid. Eigentlich überhaupt nicht. Aber ich möchte halt einfach dieses richtig schöne Holzhütten-Feeling haben. Ach, da sind die Beerenbüsche. Ach, Mann. Die doofen Beerenbüsche. Warte. Hier oben ist das gedreht gerade. Ach, es ist verkehrt rumgedreht. Deswegen, warte. So muss das. Jetzt kann ich es nicht mehr platzieren, oder was? Och, nö. Da ist er. Warte, kriegen wir noch ein Stück nach vorne irgendwie? Warte mal, wenn wir den ein bisschen...
Ja, der hat hier halt so einen gewissen Spot und da passt es echt gut. Hier. Ach komm, da bleiben wir halt hierbei. Ich glaube, besser geht's nicht. Dann sind wir noch ein Stück näher dran. Ja doch, da sind wir noch ein Stück näher dran. Dann können wir von hier darüber gucken auf den Wasserfall. Und halt darüber. Ich glaube, das ist nice. Ich glaube, das können wir machen. Okay, Gebäude. Ach so. Ich habe es gerade verkehrt rumgelesen mit den Holzstämmen. Ich gehe ein bisschen weiter hier hinten hin, ne? Zum Holz holen. Und ich glaube, ich würde... Na du. Ich glaube, ich würde gleich mal ein paar Sachen ablegen. Wobei, das können wir auch machen, wenn die Hütte steht. Oder zumindest aufs Fundament legen. Wobei, nee, das klappt ja immer nicht so gut. Nicht, dass auf einmal wieder Sachen verschwinden. Direkt mal. Schon wieder so eine Standeiche hier. Drück immer die falsche Taste. Ich drücke immer F statt E. So, einen Baum können wir, glaube ich, noch mitnehmen, guten Gewissens. Und ich würde auch, dauert dann einen Moment länger, ich hoffe, das ist okay, ich würde tatsächlich direkt Steinwände bauen. Weil, kann man machen. Das geht. So, zack, hallo. Zack und zack. Und da haben wir ein neues Gebäude freigeschaltet, den Brunnen. Kriegen wir dich noch mit? Ja, wir sind dann aber sehr, sehr langsam. Warte kurz. 3. Und, bauen, genau. Wo ist denn jetzt unsere... Ach, da drüben, oh Gott. Warte. Ja, ich bin schon ein alter Mann. Ich brauche einen Moment länger. Komm du mal in mein Alter, mein Junge. Dann fühlst du das genauso wie ich. Jo, jo. Jünger wird man ja nicht mehr, nicht? Nee, nee. So, dann sind wir auch schon da, also fast, gleich, Moment, jetzt. So, Fundament steht, da muss ich gleich mal gucken. Was, dekorieren? Slot 1, Slot 2, ach so, ach das sind die Sachen. Das hatte ich auch schon gesehen in meinem Testrun, aber da habe ich noch nicht verstanden, was es sein soll. Ich glaube, das kommt auch noch. So, ist okay, oder? Wir können jetzt hier schön, warte mal. Wir können jetzt hier schön auf den Wasserfall blicken. Und ja, die Bäume, die räume ich noch weg. Also ich mag ja Bäume und Natur mega gern. Aber die hier stehen gerade unsere Aussicht im Weg. Das geht nicht. Da müssen wir einfach mal aktiv werden. Was sind denn da eigentlich für Standeichen hier? Ja, siehst du mal, neues Level Gewinnung. So ist das nämlich. So, ich fange die einfach in der Luft auf. Ist kein Problem. Wasser. Flüssigkeitszufuhr in der Wildnis ist entscheidend. Wenn du lange nichts trinkst und deine Wasseranzeige auf Null fällt, verlierst du Lebenspunkte. Um das zu verhindern, kannst du diverse Getränke und wasserhaltige Nahrung zu dir nehmen. Wasser selbst kann in Eimern oder in einem Trinkschlauch abgefüllt transportiert werden. Ja, wird Zeit, was zu süppeln. Machen wir auch gleich. Ah, jetzt wechsle ich erstmal ganz kurz nochmal auf den Hammer. Dann haben wir hier, das müsste, glaube ich, der... Ach, der Rohbau muss erstmal. Okay. Dann war das mal ein Rohbau. Und wir müssen echt Zeug loswerden. Ich lege gleich mal ein paar Sachen ab. Und die lege ich einfach hier direkt zum Weg, der hier war. Hier. Damit wir die nicht verlieren. Beziehungsweise übersehen, vergessen, was auch immer. Die Spitzhacken auf jeden Fall schon mal. Was haben wir noch mal sehr, sehr viel wiegt? Können wir hier. Ah, sehr schön. Was haben wir noch? Trockenfleisch. Das. Ja, weiß was, hau ich erstmal raus. Wir haben genügend Essen dabei. Das hier können wir uns gleich mal reinverknusen. Dann trinken werden wir gleich. Steinachs brauchen wir. Das Zinnerz können wir hier nochmal hinlegen. So rum. Das Eisenerz können wir hier nochmal hinlegen. Den Kalkstein können wir hier hinlegen. Die Tonflasche weiß ich ehrlich gesagt nicht, was wir damit machen sollen. Aber ich glaube, wie viel wiegen wir jetzt? 13 ist immer noch relativ viel. Die Stöcke werden wir brauchen. Die Federn brauchen wir nicht. Die wiegen aber auch nicht viel. Ja, ich glaube, das ist okay erstmal. Ich glaube, das ist erstmal okay. So, dann brauchen wir genau mehr Holz. Mehr Holz und die beiden Bäume müssen weg. Kann man eigentlich diesen Wagen dort unten auch wegräumen irgendwie? Also ich meine, es ist jetzt nicht so, als ob der mich massiv stört oder so, aber einfach mal so interessenhalber. Kann man so Landschaftselemente in dem Sinne, kann man die entfernen? Falls doch mal irgendwie eins im Weg ist. Ich guck mal ganz kurz, ob ich da mit der Axt draufhauen kann. Haust du ab hier!
passiert nicht so viel, ne? Ich glaube, da brauchen wir Sprengstoff für. Die Axt geht auch nicht kaputt. Nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Also, wenn es da irgendwie einen Weg gibt... ich probiere nochmal einen Hammer. Wenn es da irgendwie einen Weg gibt, ne, dann, nö. Wenn es da einen Weg gibt, dann lasst es mich gern wissen. Könnte ab irgendeinem Punkt vielleicht doch noch relevant werden. Ja, jetzt hör mal auf zu schnaufen, Dominion. Juckt mir gleich die Nase. So, den Baum lasse ich hier stehen. Der ist ganz schön. Den können wir dann noch wegräumen. Hier den großen, den nehmen wir mal mit. So. Diesmal, jetzt sind wir tatsächlich schon bei über 30 Minuten. Aber ich denke, das ist... Wie gesagt, ich hoffe, für euch ist es auch okay, wenn wir ein bisschen länger die Folgen machen. Einfach, damit es sich auch ein bisschen lohnt. So, wie viel wiegen wir? Fast 32. Dann gehen wir erstmal basteln. So, der Rohbau. Zack. Dann würde ich gerne statt einer Flechtwand, Wände mit Türen, Steinwand mit Tür, dann hier mit dem Fenster, Steinwand mit Fenster. Ich würde hier auf jeden Fall mehr Fenster einbauen, als hier vorgesehen sind. Da machen wir ein Fenster rein. Da machen wir auch ein Fenster rein. Hier reicht, denke ich, mal eins. Hier reicht, glaube ich, auch eins. So, und dann machen wir hier Wände, Steinwand, Wände, Steinwand. So, mal gucken. Steinwand, 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 Steinwand. Da oben können wir es, glaube ich, eh nicht ändern. So. Und das Dach. Das Dach können wir momentan sowieso noch nicht ändern. So, hier noch Steinwand. Und da noch Steinwand. Das wird natürlich ein bisschen Zeit brauchen. Ich hoffe, das ist okay. Aber wenn, dann würde ich es halt gerne vernünftig machen, damit wir ein schönes erstes Hütchen haben, in dem wir vor uns hin residieren können. Was ist das denn? Achso. Sah gerade für einen Moment echt seltsam aus. Und was den Stein anbetrifft, können wir auch die Spitzhacken einfach ein bisschen benutzen, die wir haben. Wir haben ja genügend Steinquellen in der Nähe, sofern da mittlerweile mal ein bisschen mehr rauskommt. Das weiß ich halt nicht. Habe ich noch nicht getestet. So. So. Und ja, komm, den zweiten nehmen wir auch noch mit. Da liegen schon Steine. Ach nee, das ist der Krimpel. Die lasse ich auch erstmal liegen. Wachsen diese Bäume hier eigentlich nach? Das habe ich tatsächlich vergessen. Ob die nachwachsen? Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Könnt ihr ja gerne einfach mal in die Kommentare schreiben. Bin ein alter Mann, ich vergesse sowas. Und ein neues Gebäude. Materiallager 1. Skillen mache ich übrigens dann, ne? Ich vergesse das nicht, sondern wir vertagen das einfach dann, wenn wir die Hütte fertig haben oder so. Ist jetzt gerade nicht so wichtig, dass wir unbedingt schnell da die Skillpunkte rein versenken. So, dich nehme ich auch nochmal mit. So, die Axt wird auch schon bald das zeitliche segnen. Timber! Dann schauen wir mal. Weiß nicht, wie viel Holz haben wir jetzt dabei? 9 Holzstämme. Okay. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Da ein rein. Hier 2 rein. Da 2 rein. Da ein rein. Da ein rein. Da 2. Nee, nur ein. Ach, hier. Hä? Nicht nix da. Flechtwand. So. Jawohl. Kann die Flechtwand auf einmal her. Steinwand, Steinwand. Okay. So, dann gehen wir mal hier drüben noch ein bisschen. Da ist noch ein schön großer Baum, den können wir noch mitnehmen. Oh, hier sind einige große Bäume zum Mitnehmen. Die Ahornbäume sind mal super, weil die 4 Holzstämme geben. Gibt es eigentlich noch andere Bäume? Also welche, die noch mehr geben vielleicht? Vielleicht tatsächlich Eichen oder so? Das ist auch ein Ahorn. Ich fühle mich leicht unwohl. So. Das ist Kunst. Ganz klar. Wenn wir den jetzt da auch noch rüberkriegen, dann bin ich schon fast verleitet, das so stehen zu lassen. Oh, shit. Was? Naja, gut. Sieht nicht ganz so cool aus, wie ich dachte. So. Da drüben ist noch ein Ast. Und schau. Kann man mittlerweile eigentlich von Ästen erschlagen werden? Wenn ja, dann wird mir das früher oder später sehr wahrscheinlich passieren.
So, dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Schön die... Oh Gott. Kriegen wir dich noch mit? Um Gottes Willen. Wir sind sehr schnell unterwegs. Ich heiße euch herzlich willkommen hier bei der Slow Motion Experience bei Medieval Dynasty. Wir sind mit einer unfassbaren Geschwindigkeit unterwegs. Leider könnt ihr das nicht erleben, denn wir können das Ganze hier aus budgettechnischen Gründen nur in Zeitlupe anzeigen. Aber ich bin mir sicher, ihr seid alle genauso gepackt von der Spannung, wie ich es gerade bin. Ich kack mir gleich in die Hosen, glaube ich. Die Spannung ist so enorm. Ich spüre schon, wie mein Herzschrittmacher in den achten Gang hochschaltet. Es ist unglaublich. Wahnsinn. Schon morgen werden sämtlichste Zeitungen und Online-Newsletter-Dingens-Kackteile darüber berichten. Wir werden auf allen Schlagzeilen sein, wie wir uns hier mit dreifacher Ultraschall-Lichtgeschwindigkeit auf unser Haus zubewegen, um das Holz dorthin zu bringen. Und wir haben es mittlerweile fast geschafft. Das da drunter sieht übrigens aus wie Sägespäne. Schön langsam. Wir haben die Ruhe in uns. Ich könnte fast meinen, wir sind irgendwie so jemand, der so schwebend, meditierend hier so sich zum Haus bewegt. So, jetzt haben wir's. Rein, 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 rein. Da haben wir, 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 da haben wir. Rein, 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 rein und rein. Haben wir noch zwei über? Die werde ich draußen erstmal hinwerfen. Ah, kacke, wir brauchen ja auch Stroh, fällt mir gerade ein. Das vergisst man halt, wenn man so viel Strom im Kopf hat wie ich. So, pass auf. Die Holzstämme lege ich hier erstmal hin. So. Dann sollten wir ganz dringend noch mal süppeln gehen. Bin langsam ein bisschen heiser, weil ich habe eben gerade noch Anno aufgenommen. Und ich bin es momentan... Oh, ich bin es momentan noch nicht gewohnt, mehrere Folgen hintereinander aufzunehmen. Deswegen versagt meine Stimme so langsam. Was mich daran erinnert, dass ich zu Anno noch ein Spezialvideo am Machen und Aufnehmen bin, wo ich auch nochmal weitermachen muss. Und dann gibt es noch ein anderes Spezialprojekt, zu dem ich noch gar nichts verraten darf. Es hat nichts mit dem Cedric zu tun, es ist ein eigenes Spezialprojekt sozusagen. Entschuldigung. Das muss ich jetzt auch dann langsam mal endlich machen. Sonst kommt das noch zu spät. So. Ich würde aber sagen, für diese Folge würde ich erstmal mich verabschieden. Es ist schon geil. Die Location ist schon geil, muss ich sagen. Also mir gefällt's. Ihr könnt ja gerne mal eure Gedanken dazu in die Kommentare hauen. Mir gefällt's auf jeden Fall. Ich hoffe euch auch. Und da würde ich sagen, sehen wir uns übermorgen wieder, ne, um 15 Uhr, wie gewohnt. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie wir hier unser Dörfchen weiter hochbasteln, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen dann. Quatsch, bis übermorgen, Entschuldigung, in einer neuen Folge Medieval Dynasty. Ich muss jetzt erstmal meine Stimme ölen gehen. Die ist nämlich langsam echt am Versagen. Ich kann gar nicht mehr richtig reden. Ah! Okay, so. Bis übermorgen, 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.